Also es war wirklich so, dass da sich das AIDS besonders angehört. Viele, ja. Weil die Schwulen halt auch mit Affen verkehren die ganze Zeit. Ja. Und Schwarze, genau, wollte ich, wollt ich gerade sagen, es gibt das Gerücht. Wow! Wow! Es gibt das Gerücht, dass Haie. Staubsauger und später für Ethan. Spannend. Ja. Davon will ich unbedingt mehr hören. Wir haben ja jetzt hier gerade einen neuen Podcast. Oh, hallo. Oh. Jetzt schon. Na, wir haben nämlich gerade besprochen, wie dumm wir sind. Wir wollten uns das letzte Mal wieder vorstellen. Ja. Also das vorletzte Mal haben wir es gemacht, das letzte Mal nicht, weil wir dumm sind. Wir können es auch einfach immer aussetzen, weißt du? Einmal vorstellen, einmal immer nicht vorstellen. Wechseln, damit genau, es den Leuten nicht langweilig richtig wird. Ja. Ja, dann machen wir es jetzt diesmal wieder. Hallo. Wer sind Sie denn, Herr Nostrabimo? Ich bin Tennis-Koryphäe Robin Nostrabimo, wie du schon sagtest. Großartig. Ich bin Rino Tanaka und ich bin ein Turnbeutelvergesser von Beruf. Ah, sehr gut. Hast du heute auch wieder gemacht, oder? Ach, ich vergessen. Ah. Ja, Alzheimer. Praktisch. Ja, schön. Außerdem habe ich mir auch noch ein, zwei organisatorische Sachen aufgeschrieben, denn vielleicht sollten wir einführen, diverse Intro-Sprüche zu sagen, also zu jeweiligen Kategorien oder für ein Intro. So. Also, das wird wirklich so ein. Alzheimer. Ja, genau. Dass man so einen festen Intro-Spruch hat, einfach, dass die Leute, das sind die. Das ist ja wiedererkennungswert, weißt du? Die Leute, das brauchst du, um deine Marke zu stärken. Verstehe ich. Und Jingles, wenn wir wirklich Rubriken machen. Also wenn du zum Beispiel, genau, wenn wir den viralen Hitler zum Beispiel vergeben, müssen wir ja auch irgendwie vorher so einen Trommelwirbel so. Der virale Hitler. Hi, Hitler. Ja, genau. Hi, nicht heil. Hi. Ach so, stimmt. Gut. Dodge the Bullet der. Ja, so ungefähr dachte ich mir das. Das nur so organisatorisches. Ich habe auch schon Alzheimer angesprochen. Mhm. Rudi Assauer ist gestorben. Okay. Irgendein Fußballmensch, ich habe es gerade erst gelesen. Weißt du, wer noch gestorben ist? Rosamunde Pilcher. Ja, Mann. Schrecklich. Mit 94. Ich musste an dich denken, weil das ja deine Lieblingsautorin ist. Ja, meine Mutti guckt immer. Meine Mutti auch. Mhm. Sind Klassiker. Aber lass uns nicht über Rosamunde Pilcher sprechen, denn die ist Vergangenheit. Aktuell. Endgültig. Ja. Aktuell ist auf YouTube der Teufel los. Oh. Aus mehrerlei Gründen. Leute, wir haben so viele Themen hier, das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wie das alles ist. Du meinst, weil das Christentum wieder aufsteigt auf YouTube? Was hast du denn vom Christentum gehört? Da habe ich auch was, aber das ist was anderes. Ja, jetzt gehen die Christen wieder online. Also ich meine damit nicht Kinderpornografie. Ich meine tatsächlich, dass sie jetzt versuchen, durch YouTube-Kanäle wieder junge Leute zu erreichen. Okay. Da gibt es jetzt diese ganz tolle Gruppe, O-Bros heißen die. Die machen christlichen Hip-Hop. Oha. Da ja noch nie Jesus, verhört. Oh, oh, Jesus. So eine Art. Nur ein bisschen cooler noch. Das sind die, und sind die erfolgreich damit? Oder? Das sind die evangelischen Lochis quasi. ja, die haben viele Abonnenten tatsächlich. Okay. Und ich frage dich, kann man es schaffen, das Christentum oder Religionen allgemein cool wieder cool zu machen durch YouTube? Also für mich nicht auf jeden Fall, aber allgemein vielleicht Fidget Spinner ein bisschen einbauen. Den Fidget Spinner? Ja, also ich weiß nicht, immer wenn so Christentum daherkommt, das hat immer so diesen Beigeschmack von hey, fellow kids, ja, wir sind die coolen. Ach so. Ja, wir sind das coole Christentum. Aber im Grunde ist es, als würde ein 60-Jähriger mit irgendwie... Sie brauchen es halt, ja. Es treten ja jedes Jahr 100.000 Leute aus der Kirche aus. Ich auch, vor 3-4 Jahren. Mhm. Ich bin ja auch getauft worden, evangelisch. Und als meine erste Gage kam damals, habe ich gesehen, dass das Kirchensteuer abgezogen wird. Nur weil mir so ein untervögelter Typ da Wasser auf die Stirn gespritzt hat, muss ich Geld zahlen. Da habe ich gesagt, nö, mach ich nicht, bin ausgetreten. Wenn du das jetzt gerade ansprichst, dann haue ich halt meine News raus. Die steht hier ganz unten, das ist die Notfall-News, falls es mal dünn wird bei uns. Ah, hier. Ja. Dass der Papst zugegeben hat, dass es... Warte. Die Überschrift, die ist natürlich ganz wichtig. Achtung. Wonne proppen, die Nonnen poppen. Schön. Der gefällt mir. Ja. Und zwar hat der Papst zugegeben, dass es... seitens des Klerus heißt es ja, ich kenne mich da nicht mit Fachbegriffen ganz so aus. Halbwissen. Da, ja, genau. Dass die tatsächlich sich an den Nonnen vergangen haben, unter anderem halt Sexual Slavery. Ja. Und ich das muss ist sagen, schon. Das ist ein Beitrag zur Gleichberechtigung, da bisher immer nur die Priester Sex hatten und die Kinder Sex hatten. Wie heißen die denn im Christentum, die Kinder? Kinder? Da gibt es auch Opfer? So einen Begriff. Das auch, aber da gibt es so einen. Messdiener. Ach so. Solche Geschichten. Jetzt die Nonnen auch. Schön. Ja, kriegt jeder mal was ab. Nee, das finde ich schön. Also der Vatikan ist so ein bisschen die Hochburg, wortwörtlich, der, du weißt, was ich meine, des zweierlei Maßmessens. Ah ja, wie sagt man?
wenn man eloquent ist. Ambivalenz? Nee. Doppelmoral. Doppelmoral. Schweres Wort. Der Papst hat nämlich vor 2 Wochen, aber das habe ich nicht mit reingenommen, weil das fand ich auch wieder dumm, wer Mauern baut, hast du mitgekriegt, ja, wer Mauern baut, der ist nicht gut sozusagen, übertragen, ich kenne das jetzt genaue Zitat daneben jetzt nicht mehr. Daneben war das schöne Bild vom Vatikan, genau, der auch eingemauert ist. Ja. Hat natürlich anderen und historischen Kontext, ne, jetzt verglichen mit der Mauer durch Mexiko, aber es gab, stell dir mal so einen Trump vor 1000 Jahren, so in Christenrobe, we need to build a wall, it's going to be amazing, ja, tremendous. Das ist mein Lieblingsclip von Trump. Ja, aber das war wirklich nur die Randerscheinung, die ich jetzt hier mit aufgenommen habe. Aber wenn du dich schon wieder das Christentum hier reinnehmen musst, ey. Ja, ich muss ja irgendwie Gott, den Glauben verbreiten. Die Leute schalten noch ein, weil das Internet brennt. Brenn.internet und auf YouTube. Ich sag dir. Ich habe jetzt deine Messer poliert. Was geht hier vor sich? Es ist genau das, wonach es aussieht. Ich kann das erklären. Nehmt ihr hier gerade ein Konkurrenzprodukt auf? Nein. Wir testen das Mikrofon. Was geht hier vor sich? Ich habe sie nur in den Anus gesteckt. Wir haben nicht gesprochen. Ich kann deine Lügen nicht mehr hören. Du bist mir eine Erklärung schuldig. Können wir das nicht unter uns klären? Es ist mir gerade peinlich vor Tino. Ich kann nicht schlafen, kann ich zwischen euch? Ja, okay. Ja, hallo Leute. Ich stehe ja auf Dreirad fahren. Das ist ja. Also ich bin heute der Gastauftritt. Schön. Weil bei Dummkast ist ziemlich scheiße, der hat nie Gastauftritte. Früher hat hin und wieder mal Maggie da drin mitgemacht. Boah, ich bin voll am Zittern, weil ich so still sein musste. Ne? Ich bin voll aufgeregt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass... Ich wusste es nicht. Ja, das müssen wir vielleicht mal kurz aufklären. Also ich glaube, du hast dich kurz echt hab erschreckt, als die Tür aufging. Und als dann erst echt noch... Wir hatten eben noch die Idee, so ein kaputtes Weinglas lässt er fallen. Aber da war auch die Idee, dass er aus Lullis Zimmer rauskommt. Und hier wollte ich nicht unbedingt so Glas verteilt haben. Mm. Und deswegen hat er jetzt so 3 Messer dabei. Und ich dachte, wer kommt da jetzt raus? Kommt da jetzt Franz raus? Aber was macht der in Robins Zimmer? Okay. Schön. So habe ich das Ganze erstmal unterbrochen. Es ging gerade um Rudi Assauer, das ist ganz witzig, da habe ich nämlich eine Anekdote dazu. Ja, weil er tot ist. Ja, nee, witzigerweise. Ich kenne auch tote Menschen. Habe ich ja an dem Tag, das war ja vor 3 Tagen, ne? An dem Tag, wo der gestorben ist. Wer war denn das? Der Manager, so der Typ, der Schalke irgendwie hochgebracht hat. Und witzigerweise war ich an dem Tag auf Schalke Kellnern, weil ich so diesen Nebenjob in der Gastronomie habe. Und da war richtig so Schweigeminute und alles und alle betreten und so weiter. Ich weiß nicht, wer es im Fernsehen gesehen hat. Ich war halt live dabei. Ja, live geschwiegen. Live geschwiegen, ja. Da gab es wenig Schall auf Schalke. Oh, mein Herz. Dein Herz hat sich jetzt richtig gebibbert. Ich war da drin und so, oh, nicht zu atmen. Nicht zu laut atmen. Ja, da können wir gleich anschließen, denn ich habe mit ihm in Vorbereitung gerade etwas getan. Ein großes Thema auf YouTube zurzeit ist natürlich der Drachenlord. Und ja. Wir haben gerade Recherche betrieben. Ich habe sie zum ersten Mal wirklich angeguckt, ja. Halt duschen und rasieren mit Happy End. Und ich finde ja gar nicht das Wichsen so krass. Ja. Ich finde es ja krass, wie unsanft er sich rasiert. Das tut weh, Leute. Er rasiert sich auf YouTube? Nein, auf YouPorn. Nee, darf man nicht sagen. Nee, oder? Nicht den YouPorn, sondern Porn habe ich mir nicht sicher. Kenne mich da nicht aus. Ja. Ja. Ich dachte, es seien nur Gerüchte, dass er sich auch filmt beim Masturbieren, aber nee. Das macht er wirklich. Ja, ja, ich weiß noch nicht ganz warum. Also es ist halt nicht mal unterhaltend, es ist einfach langweilig. Er filmt sich 10 Minuten lang beim Duschen. Aber ganz ehrlich, er geht halt mit der Rasierklinge so krass gegen Strich und nicht mal vorsichtig, ja. Das ist schon ein bisschen Gore, finde ich. Ja, er ist ja auch so ein bisschen ein SD, wie heißt das, BDSM-Typ. Ja, stimmt. Ich habe dir noch gar nicht richtig Hallo gesagt. Hallo. Grüß dich. Das ist Tino, der ist, was bist du, professioneller... Turnbeutelvergesser. Genau. Seit der Schule. Du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Wir machen das nämlich jetzt alle 2 Folgen. Ja, ich bin der Kameramann von Cripple2Go. Okay. Ich bin Bruno, bin der Kameramann. Finde ich witzig, keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht, aber... Echt nicht? Nee. Oh, das waren so welche Kinder, die haben einen Kanal aufgemacht, dann hieß es so, ich bin Johannes, ich bin Tobi, dann zuletzt, ich bin Bruno, ich bin der Kameramann. So ein dicker Junge ist das. Dicke Leute mit Akzent sind eigentlich die Erfindung von Humor. Ja. Das war nicht Akzent, das war eher ein Sprachfehler. Ui, ach, der war nicht von irgendwo... Ich bin Bruno, ich bin der Kameramann. Okay. War ein Riesenhit. Wo wir gerade von riesen viralen Hits Warum habt ihr hier so ein Mikrofon und alles? Das ist hier übelst professionell. Warum hast du nicht so viel Mühe gegeben für... Mein Handy, das pfeift mittlerweile, wenn ich...
wenn ich Aufnahme mache. Ich habe mich, glaube ich, gerade auf irgendein Handy gesetzt. Ich hoffe, das ist nicht für separate Aufnahme. Das ist aber unser Timer tatsächlich. Nein, ich okay. habe Robin gesagt, wenn ich das... Dann tue ich den mal weg von meiner Prostata. Vibriert das sonst? Gelegentlich, ja. Okay. Wenn ich das mache mit dir, einen Podcast, dann bitte auch vernünftige, hohe Qualität. Ich hatte einen Wikipedia-Eintrag für ein halbes Jahr. Das muss so ich lange? Auch, richtig, ein halbes Jahr, bis er gelöscht wurde aus Irrelevanz, ja. Und das war meine Voraussetzung dafür. Und ohne Herodes, habe ich gesagt. Wenn der dabei ist, bin ich raus. Tschüss. Die höchste Qualitätsstufe haben wir noch gar nicht angesprochen und hat auch niemand bis jetzt angesprochen, dass ich ja immer noch mit der Kamera aufnehme, die alle, das weißt du ja auch, alle 12 Minuten so einen Cut macht, ne? Mhm. Und weiterfilmt. Aber dann ist immer so eine halbe Sekunde raus und die Leute haben sich bis jetzt noch nicht darüber aufgeregt, dass... Ich höre es ja im Schnitt, dass dann plötzlich mittendrin einfach mal so ein Satz unterbrochen wird. Die Leute hören gar nicht. Finde den Schnitt und schreibt ihn unter die Kommentare. Ich glaube, unsere Leute sind einfach nur richtig tolerant. Ach so. Naja, gut, ich würde jetzt... Ach so, ja, wir sind ja scheiße zu unseren Fans. Das Ding ist ja, dass die alle masturbieren und Sex haben zum Podcast. Und da fällt das nicht ganz so auf. Apropos masturbieren. Ja. Es gab einen, heißt der Younes Amiri, ein minderjähriger YouTuber, der beim Masturbieren gefilmt wurde. Und das... ging gerade viral, auch auf irgendwelchen Pornoseiten. Okay. Und das Ding ist, der ist erst 15 oder so. Oh. Das ist ganz war der Typ mit diesem Bombenprank in der Einkaufshalle. Ja, der Name sagt mir was, genau. Genau. Der wurde jetzt in der S-Bahn beim Masturbieren gefilmt. In der S-Bahn? Das hast du gar nicht dazu gesagt. Die waren zu zweit in so einem Abteil, habe ich gelesen. Haben gegenseitig? Nur der Younes Amiri hat sich einen runtergeholt und sein Kumpel hat es gefilmt und online gestellt. Dann macht sich der Kumpel des Erstellens von Kinderpornografie strafbar. Ja. Richtig. Nicht geil, wer ist der? Auch jünger? Ich denke mal gleich alt. Ich weiß es nicht, ich habe mich dann nicht mehr befasst damit. Das fand ich krass, wenn jetzt eine 17-Jährige ein Nacktfoto erstellt und das irgendjemand schickt, ja, hat sie Kinderpornografie erstellt. Da sollte es ja irgendwie eine Regelung, eine Änderung geben. Nee, oder wenn du von dir, wenn du 17 genau. bist... Du machst von dir selbst ein Foto und machst dich strafbar, was genau. totaler Quatsch ist. Ja. 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 Younes Masturbiri, Onaniri... Ist, glaube ich, wirklich der mit dem Bombenprank. Sag mir was. Habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Dabei ist so viel los auf YouTube. Was wäre eigentlich der Drachenlord, ne? Weswegen ich eigentlich. Also der hatte Nervenzusammenbruch, hast du bestimmt mitgekriegt. Ja, das war auch frequentierst auf YouNow. Genau. Es war irgendwie auch nur so ein 5-Minuten-Stream, soweit ich weiß. Ich bin am Ende. Ja. Ja. Nee, der hat nicht geredet wie der Kameramann. Nee. Ich bin der Drachenlord, ich hab die Kamera gemacht, lieber. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Das mit der Rundfunklizenz ist natürlich wirklich scheiße, ja. Ob es jetzt Drachenlord ist oder Erik Rongrange, ja. Das freut mich. Erik wer? Erik Rongrange. Kennst du ihn? Nee. Kronk? Ach so, den kenne ich. Ja. Habe ich mich neulich im Film aufgeregt. Hallöchen, ja, genau das. Der spricht nämlich die Hauptrolle beim Spider-Man-Film. Oder eine der Hauptrollen. Und Joker, der hat auch gesprochen. Und Joker beim Batman-Film. Und stimmt. Ich finde, der macht es einfach nicht gut. Aber da könnt ihr euch meinen Livestream angucken. On Demand, da habe ich mich schon genug drüber aufgeregt. Gleich kommt Kronk mit den polierten Gabeln rein. Und weint. Was soll das? Wahrscheinlich. Ja, und sonst gibt es noch zwei richtig große Themen, was YouTube angeht. Zum einen, großes Thema. Artikel 13. Ja, habe ich auch. Überschrift, es schlägt 13. Weil, aber endgültig. Aber endgültig. Ich weiß. Angela Merkel will den Upload-Filter haben. Langsam wird es natürlich langweilig. Man hat es alles schon tausendmal gehört. Upload-Filter, Artikel 13. Aber es ist natürlich trotzdem weiterhin scheiße. Für mich der virale Hitler des Monats. Artikel 13. Oder des Jahres. Ja. Des Jahrhunderts. Da eigentlich. Ist ja jetzt auch irgendwie Deadline, ne? Irgendwie diesen Montag, sprich morgen. Ich dächte, am Freitag war eine Abstimmung irgendwie, aber ich habe es auch nur halb verfolgt aufgrund meines Halbwissens. Hm. Na, das ist ja hier Qualitätsmerkmal. Darum. Wir dürfen uns ja gar nicht zu sehr damit befassen. Ja, aber das ist ja schon. Oh. Aber glaubt ihr wirklich, dass YouTube nicht mehr so sein wird, wie wir es kennen? Oder übertreiben wieder alle nur so, wie bei der DSGV, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, alle werden pleite gehen, werden alle sterben, wenn das kommt, ja, und selbst, passiert es nichts. Selbst wenn es nicht so kommt, finde ich ja eigentlich ganz gut, dann ein Zeichen gegenzusetzen. Ja. Einfach zu zeigen, wir wollen das nicht. Sonst haben wir hier China oder noch schlimmer Nordkorea oder noch schlimmer... Oder Österreich. Oder Schweiz oder... Mhm. Deutschland, Alter. Ja. Digitalisierung sind wir... Bald haben wir hier kein fließend Netz mehr, ganz langsames Internet. Also wenn solche Zeiten anbrechen. Dann müssen wir damals in der DDR mal zum Brunnen gehen, um Internet zu holen. Ja. Scheiße. Mhm. Und das im Krug auf dem Kopf tragen und dabei Klagelieder singen. Ja. Ja, Artikel 13. Voll, der Downer ein bisschen auch. Ja, ohne Spaß. Das nervt halt auch, weil das so ein überpräsentes Thema ist. Und irgendwie ist jeder dagegen, der nicht 60 ist. Ja.
Also. Das ist ja auch so ein Punkt, habe ich nämlich auch in den News gesehen, jetzt gerade eben noch in Vorbereitung, dass, ich weiß nicht, auch so ein seriöses Magazin, bla, meinte, ich glaube, es war auch The Guardian, dass von der 2008er Finanzkrise immer noch die Millennials jetzt schlechte Bezahlung kriegen. Und wenn du dann überlegst, andersrum wieder, irgendwelche 60-jährige Leute, die nicht mal wissen, wie man eine PDF öffnet oder so, die sind dann gut bezahlt und wir hatten auch lange Zeit diesen Digitalminister in Europa, den Oettinger, der von Internet keine Ahnung hat, der nicht mal weiß, wie ein Rechner angeht. Ja, ja. Also kompetente Leute haben wir an der Macht. Ja, ne, gebe ich ja immer wieder mein Beispiel mit der Polizei. Wo ich weiß, wo ich mein Kreuz mache. Mit der Polizei von Weimar, ich kann jetzt nicht von ihr sprechen. Wo du denkst, ja, okay, die halten hier diese Stadt zusammen. Ja, die sind der Leim, der Kitt zwischen den Fugen der Stadt. Ich habe auch schon keine Ahnung erlebt. Ich musste letztens eine Aussage machen und da habe ich ganz seriös ein Gespräch geführt mit so einem Polizisten. Ja, ja, Herr Richter, ich habe Anis Masturbiri-Video gesehen. Richtig? Das tut mir leid. Aufgrund, ja, genau. Und dann hat er mich rausgeschickt und hat mir noch die Hand gegeben. Übrigens, ich habe sie gewählt, hat er mir dann gesagt. Voll nett. Ich glaube, es ging gerade um das Digitalisierungsding von der Polizei. Ja. Hast du das schon mal erzählt? Nicht im Podcast, glaube ich, angerissen. Das mit der war es SD-Karte oder dass USB-Stick? Keinen USB-Eingang haben. Ich glaube, es war der USB-Eingang, ja. Die haben noch Bluetooth und Infrarot. Aber da kommt ja noch viel mehr dazu. Also das habe ich auf jeden Fall angerissen. Dann haben sie es ja letztendlich geschafft. Und das waren dann drei Dateien. Zwei normale Videodateien und dann ein so ein kleines Video. Ich weiß nicht, was das dann ist. AVI auch irgendwas. Oder 3GP, irgend so eine kleine Kack-Videodatei. Und dann meinte er, dann ist der Virus-Scan angesprungen. So. Und es kann halt nicht sein, es ist kein Virus, es ist einfach nur eine komische Videodatei. Und das hat der Wehrmachtsrechner, den die da vor Ort haben, einfach nicht mehr geschafft, keine Ahnung. Der muss noch drei Hitlergrüße machen, bevor der Desktop hochfährt wahrscheinlich. Der Volksempfänger. Ja. Nice. Und das zweite große Thema auf YouTube. Ich stelle mir mal vor, wie du einen Gag machst, ja, und den dann so in dem Buch wegstreichst. Okay, heute mal wieder lustig. Manchmal bestellen sich auch die Sachen tatsächlich, dass ich schon Sachen wegstreichen musste, die er angesprochen hat. Aber ist ja super, ist ja gut so. Aber ich schreib mal in dein Notizbuch unten lustig sein und streich's schon mal durch. Das hast du schon geschafft. Nice. Ach so, noch eine organisatorische Sache. Leute, bleibt dran, gleich gibt's weitere brisante News rund um YouTube. Aber es hat sich ja jemand gefragt, hey, können wir nicht öfter das machen? Also einen großen Fan haben wir mindestens mit diesem Podcast. Weil der Podumcast hat, glaube ich, viel mehr. Aber ist egal. Und da dachte ich mir, hey, ja, ne, wenn die Leute hier irgendwie, was haben wir, einen Stundenlohn von 10 Euro mal 2, wenn er dabei ist, mal 3, ja, überweisen sie, sagen, hier, sprecht mal eine Stunde über Kinderpornografie, machen mein wir. Lieblingsthema. Zack. Da müssen wir vielleicht wirklich mal in die Planung gehen. Kurze Zwischenfrage. Ja. Hast du mir gerade einen Stundenlohn von 10 Euro zugesprochen? Nicht? Ich bin IT. Ah, okay, na dann bist du raus. Was kriegen die? Ist man da reich? Ja, eine 1000 Millionen. Du mit deinem Westgeld hier, Alter, verpiss dich. Ja. IBIMS aus Köln. Naja. IBIMS aus Köln. Aus Köln. Aus Jolle. Köln. Jolle, Habibi, sag ich immer. Versteht mir keiner, ist okay. Ich habe auch letztens Flüchtlingen erklärt, dass die Nordrhein-Westfalen oder die Kölner eine sehr seltsame Weise haben zu sprechen. Und zwar haben die drei Möglichkeiten, das G auszusprechen. Was man in einem Wort zusammenfassen kann. Fluchzeugsträher. Da mussten die lachen. Fluchzeug. Die dachten, ich verarsche dich. Da ist ja das G noch gar nicht dabei. Das ist ja das Original-G noch gar nicht dabei. Also Richtig. Das ist der Hammer. Wir haben sogar 4 Gs. Alter. Lol. Ich habe manchmal bei meinem Handy nur 3G. Eine Sekunde später. Ich hätte eine Sekunde später diesen Witz gebracht. Ja, okay. Was ich eigentlich sagen wollte, goddammit, YouTube will die Dislikes abschaffen. Habe ich auch hier stehen, genau, richtig. Streich's durch, schnell. Scheiße, durchstreichen, Leute. Nice. Ja, was ist denn das? Das ist ja, weißt du, wo es herkommt? Hast du es mitgegeben? Aufgrund ihres eigenen Rewinds, weil es so viele Dislikes gab. YouTube Rewind, das most disliked video ever. Nach Baby von Justin Bieber. Aber sie wollen auch dafür sorgen, dass nicht so viele Trolls unterwegs sind und gewisse Unternehmen abstrafen. Das ist die Corporate Bullshit Message dahinter, aber im Grunde sind sie einfach nur butthurt, weil. Aber das machen die auch nicht. Also die wollen ja demokratisch bleiben, ich glaube, das machen die nicht. Also ich finde, den Dislike wegzunehmen führt den Like ad absurdum. Ja, eben. Ja, früher gab es Sterne, können wir auch wieder machen. Fällt dich nicht. In Deutschland. Würde ich Sterne einführen. Sterne einführen. Hat sich durchgesetzt, finde ich. Gut, verstehe ich nicht.
Sterne einführen. In Deutschland hatten wir. Ja, Holocaust-Witze, das ist so ein bisschen. Ach so, die Sterne, ja. Die, Sterne. Die haben ja sechs Zacken. Ich dachte, dann wäre ich mit 5 Zacken. Nee. Okay. Also wird das jetzt umgeändert? Richtig. Wir ändern den Judenstern jetzt um. Nein, YouTube ändert das Sternesystem in 6 Sterne um. Ach so, das meinst du. Gut, ja. Nein, aber ich finde wirklich, wie du auch sagst, bei Facebook gibt es ja auch nur Likes und da sind ja auch. Aber auch den Wütend-Button. Ja, aber bei Facebook gibt es ja kein Äquivalent zu Views in dem Sinne. Na, also gut, auf Bildern nicht, ja. Aber auf Videos schon. Wobei die und Views YouTube, da auch scheiße sind. Das stimmt sind. Nicht, weil auf ja ganz viele so automatisch abonniert werden. Ja, genau, die Durchscroll-Views. Auf YouTube wird ja ein gelikedes Video nicht unter den Freunden geteilt, wie bei Facebook. Also kann man das sehr schwer vergleichen, finde ich. Das stimmt. Der Like ist ja ein schwacher Teilen-Button quasi. Bin ich dir zu nah? Nee, es ist einfach ein bisschen, ein ganz klein bisschen zu eng. Das ist voll die IT-Philosophie gerade. Ein Like ist ein leichtes Teilen. Oder ein schwaches Teilen. Gefällt mir. Ja, ist ja wirklich so. Und du, ne, das habe ich ja auch dir schon mal gesagt, du bist immer ganz oben auf meiner Facebook-Timeline. Also vielleicht ist dein Like ein starkes Teilen. Aber du likest gar nicht so viel von mir. Nee, eben nicht. Deswegen ich like auch gar nichts auf Facebook. Das ist auch witzig, ich bin ja dann jetzt in Barcelona, bin da bei Airbnb, super billiges Dings gefunden, direkt bei Magba, dieser Skate-Spot da, direkt um die Ecke, hab den gebucht und dann hat mir Facebook eben jenes Zimmer als Werbung angeboten. Ja, so willst du dieses Zimmer denn nicht? So gut können die nicht sein. Richtig gut. Ich habe dir auch letztens erzählt, dass ich Schlagervideos mir angeguckt habe, einfach um mich zu inspirieren. Nazi-Schlagervideos. Genau, Nazi-Schlagervideos und Schlager- und Schlägervideos. Und danach wurden mir tatsächlich so Bestattungen vorgeschlagen als Werbung, lustigerweise. Vorgeschlagen? Richtig. Ob ich mich nicht beerdigen lassen möchte. Nee, so Werbeanzeigen. So. Nee, nicht nur Beerdigung, auch so Testamentsachen. Das war's, genau, Testament. Wir schreiben mir Testament. Also, möchten Sie sich nicht beerdigen lassen? Ich warte noch ein bisschen, bis ich ganz kalt bin. Doch, ich finde das gut, wenn deine Rolle ist, du sitzt so zwischen uns und haust so immer einzelne Punchlines so rein. Nee, ich würde jetzt noch irgendeinen Witz mit warm machen. Mach mal. Nein. Warm machen, vielleicht habe ich ein passendes Thema dazu. Ach, kalt, genau, vielleicht warm, kalt. Und zwar, habt ihr eigentlich geklärt, was nach eurem Tod passiert mit euren Social-Media-Konten? Sag mal. Das ist das letzte Mal angesprochen. Ne? Das, ja, ich weiß, das ist das, worum ich mir zu diesem Zeitpunkt, wenn es soweit ist, keine Gedanken mehr mache. Ja. Das heißt, es wird niemals relevant für mich werden, also kläre ich das nicht. Hat mir das Thema schon tatsächlich? Ja, letztes Mal, ich habe das sogar, mein Freund hört immer, also ich habe jemanden eingestellt, der den Brennpunkt Internet hört und mir das zusammen... Der filtert raus, ob gegen dich gehatet wird. Ja, und dann sagt er dir Bescheid. Nice. Okay, also gut, dass wir das zum Dislike nochmal Stellung bezogen haben. Richtig. ich möchte den Dislike-Button, er ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen Corporate Bullshit. Auch im realen Leben. Ja, stimmt. Im realen Leben. Einfach mal zu Leuten ins Gesicht sagen, gefällt mir nicht. Macht man ja wütend. Im Endeffekt. Ach so, ja. Wütend-Smiley oder... Das wäre ein Konkurrent für mich. Wenn der Dislike wegkommt, dann diese ganzen Emojis, die es bei Facebook gibt, ein Herz, ein Lache-Smiley. Ja. Das Wütende. Oder kommentieren einfach mal. Apropos kommentieren, drückt doch an diesem Punkt jetzt einfach mal die Glocke hier bei diesem Kanal, dann verpasst ihr kein Video in Zukunft. Kein Brennpunkt Internet mehr verpassen. Und drückt auch den Kommentieren-Button. Ja, für den Algorithmus. Nein, aber Kommentare zu lesen ist immer schön. Außerdem könnt ihr ja auch gerne Feedback dalassen. Ich lese immer alle Kommentare auf YouTube, die es gibt. Ach so, Thema Feedback. Hassen die beiden Podcasts sich untereinander? Hassen die auch das Nostra Feedback und das Feedback die Podcasts? Ja, definitiv. Okay, cool. Das sind ja alles Konkurrenzprodukte. Mhm. Ja, der Markt ist übersättigt. Ja. Yeah. Konkurrenzprodukte quasi. Nostra Feedback, Alter. So eine unorganisierte Scheiße, ne? Ja, im Endeffekt essen die nur Döner und Kalle macht nichts. Ja, Kalle will zocken. Und darf er dann nicht und deswegen sitzt Kalle und tradet Silber. Okay, ich habe noch ein heißes Thema, da interessiert mich brennend eure Meinung. Liam Neeson, Rache-Rassist. Weil ich einfach finde, dass Rache-Rassist ein geiles Wort ist. Ach, ist doch der gesagt hat, er hatte mal Gedanken, dass da wurde seine Schwester oder so. Fass das mal zusammen mit deinem Halbwissen, richtig. Da freue ich mich schon. Ich glaube, seine Schwester wurde vergewaltigt oder so von einem Schwarzen. Ist schon falsch, aber ja. Auf einmal hat er übelst den Hass bekommen auf Schwarze und hat gesagt, wenn ich einen Schwarzen sehe, den hau ich so die Fresse ein, weil der stellvertretend für einen anderen Schwarzen steht. So ungefähr, ja. Ich fasse es dir nochmal, du hast aber wahrscheinlich gar nicht. Wie heißt der Typ? Liam Neeson. Und du hast kein Wortspiel mit Neeson gemacht. Kann man noch machen. Mach das bitte. Den kennst du vielleicht von Schindlers Liste. Mhm. Ist ein Schauspieler. Okay. Okay.
Ist auch egal. Auf jeden Fall hat der vor 40 Jahren eine gute Freundin von ihm getroffen, die ihm gesagt hat, hey, ich wurde vergewaltigt. Dann hat er gefragt nach, wie sah der aus, wie alt war der, unter anderem welche Hautfarbe. Das hat er halt in dem Ursprungsinterview verschwiegen. Er wurde ursprünglich gefragt, hey, wie können Sie sich, also er spielt wieder eine Rolle, wo er sich für jemanden bei jemandem rächen will. Mhm. Und dann fragt die Interviewfrau, wie er sich da in diese Rolle reinversetzt. Und dann erzählt er quasi aus seiner Vergangenheit, dass er dieses Gefühl von Rache irgendwie kennt. Mhm. Und meinte halt, ja, ich war früher dumm und dann gab es halt diese Story, sie wurde vergewaltigt und dann ist er mit einem Knüppel irgendwie 4-5 Tage in Gegenden gegangen, wo viele Schwarze sind, in der Hoffnung, dass er irgendwie einen sieht, der auffällig war. Eine ganz normale Reaktion. Ja, so eine Wuterfülltheit mit diesem Knüppel. Es ist nie dazu gekommen, dass jemand verkloppt wurde oder so, aber er ist halt auf die Jagd gegangen, mehr oder weniger. Was er nicht klargestellt hat, ich dachte halt echt, er meint es so, er erwischt jemanden auf frischer Tat, ja, mhm, und kloppt den dann. Nee, er wollte irgendeinen. Ja, ja, aber so. Und im Endeffekt hat er es nochmal ein bisschen klargestellt. Aber dieser eine Punkt, fand ich, war ein bisschen unglücklich, weil selbst wenn es nicht so war, ich hätte, glaube ich, gesagt, selbst wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, ich habe gehofft, jemanden zu erwischen, der gerade Scheiße baut. Mhm. Hat er aber nicht. So, und da ist das Internet in Flammen aufgegangen. Und da muss ich sagen, das ist, also natürlich ist das nicht geil, aber das ist 40 Jahre her und er hat es von sich gesagt. Mhm. Ja. Es kam nicht raus. Ja, eben. Er hat es von sich gesagt und jetzt sagen, er sagt halt, ich bereue, dass ich in der Vergangenheit so war und wird jetzt verurteilt, hey, bist du dumm, dass du in der Vergangenheit so warst? Ja. Aber das Internet steht im Flammen. Weißt du, die sagen immer alle, ja, irgendwie Nazis raus und raus aus den Köpfen und so, wir müssen alle zum Umdenken anregen. Und wenn einer umdenkt, dann wollen sie es auch nicht akzeptieren. Doppelmoral. So wie du bei Böse Onkels. Ne? Nein. Wenn da einer umdenkt, dann willst du es nicht akzeptieren. Der ist immer noch so, Kevin Russell, der ist immer noch ein Rassist. Na gut. Ich sag nicht Nazi. Er ist ein pädophiler, homophober Rassist, aber ich sag nicht Nazi. Ist er ja nicht. Das ist er auch nicht, das stimmt. Du warst gestern auf einer Party, willst du dazu noch zu erzählen? Weil daran musste ich denken, weil da ja auch diese Onkels-Party war vor kurzem. Oh, da wäre ich so gern hingegangen, ne? Da war ich bestimmt, aber geil. Oh, ja, ist gut, ne? Also wir sind in das, ach, ich denke mal, wer Nostra verfolgt, weiß mit dem Begriff Busdepot was anzufangen, weiß mit dem Begriff MCM was anzufangen. Ja, MCM. MCM, oder? Ja, oder? Ja, der MCM, ja, ja, oder? Na, no, genau. Und das Busdepot hat irgendwie in den letzten Jahren 3 oder 4 Mal eine Abschiedsparty Busdepot schließt jetzt Party gemacht. Ja. Immer wieder. Also quasi auf die Busdepot schließt jetzt Party folgte eine Busdepot schließt jetzt Party. Aber jetzt wirklich. Und auf die allerletzte Party folgte die allerletzte Party. Und irgendwann hat es dann geschlossen. Ein für alle Mal. Hat dann aber wieder aufgemacht. Unter einem neuen Namen und ein bisschen, und die haben das jetzt auch schick umgebaut. Alles dagegen sage ich nichts. Das sieht wirklich einwandfrei aus da drin. Also wenn ich mich erinnere, die Toiletten vorher waren ja einfach nur so aus Europaletten gezimmerte Kabinen, wo du übelst reingucken konntest. Genau, kann ich ganz kurz nur den einen Satz, als ich da einmal auf dem Klo war, habe ich so eine Klopapierrolle so längs gemacht und da so in die Ritzen reingemacht, damit man da nicht durchgucken kann, während ich da am Abkacken bin. Also, und im Endeffekt war auch das Sitzklo nur für Frauen. Die Kerle hatten nur so eine Rinne, die in irgendeinen Eimer lief. Aber wenn man mal groß musste als Kerl, musste man zu den Frauen und wurde von denen doch angehört. In die Rinne rein. Hätte ich mal, würde ich mal, wäre ich mal. Ne? So im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Wie ist denn die Türpolitik? Kommen alle rein oder wie ist das? Da kommt gleich. Kommt gleich. Also der Ansturm. Sind denn alle reingekommen? Zum Ansturm halte ich gleich noch ein kleines Plädoyer. Es sieht jetzt wirklich edel aus, dagegen kann man nichts sagen. Die Musik war in Ordnung, der Klang war. Hat nicht mehr. Es hat noch gescheppert, aber es hat nicht mehr ganz so krass gescheppert. Mhm. Es sah eigentlich edel aus mit LED-Optik und Schachbrett-Dancefloor. Also gefliest auch nicht mehr so Beton. Ja. Einfach nur, es sieht schon wirklich gut aus, dagegen kann man nichts sagen. Es war vorher halt wirklich eine Garage im Endeffekt. Jetzt ist es halt wirklich auch so clubmäßig. Also, ich mit meiner Cousine, meine Schwester, mein Bruder und noch ein Kumpel. Nee, Quatsch, ja schon vorher, ist egal. Da hoch, es war schon 23:30. Da denkt man, eine Party ist ja schon so ein bisschen angelaufen, ne? Hätte ich jetzt gesagt, 23:30 ist eigentlich, wo man zur Party gehen kann, wo jetzt nicht allzu früh ist. Da füllt es sich. Wir gehen rein und ich hab schon gelacht, dachte so 6 Euro, das ist ja lächerlich. Für so einen geilen Club so 6 Euro, das geht ja voll, ne? Eintritt bezahlt, es gibt jetzt diese neuen Getränkenmarken, die auch total geil sind. Ja, man kauft sich 10 Euro Getränkenmarken, wenn man jetzt für 9 Euro Bier trinkt und sich ein Bier für 3 Euro daraufhin bestellen mag, muss man eine neue Getränkemarke für 10 Euro holen. Ja, gutes, ich glaube, man kann sich wirklich auszahlen lassen und hickhackhuck. Naja, auf jeden Fall, wir gehen dann rein und ich denke so, ach, ich habe schon geile Musik, komm schon langsam in Stimmung, guck rein.
Dancefloor eine einzige Frau, die 50, auch schon dick, tanzt da. Hast du dir klar gemacht, oder? Und rastet voll aus. Und sonst ist da weit und breit niemand. Außer die DJs und die Barkeeperin. Ich habe zu den DJs gehört, dass sie bisweilen. Kommt noch. Okay. Im ganzen Haus Rauchverbot. Ja. Ich komme rein, ist da so eine rote Fellabsperrung, die so durchhängt. Kennt ihr diese edlen roten Fellabsperrungen, die durchhängen? Dahinter darf man rauchen. Das heißt, diese Absperrung, diese edlen, halten den Rauch scheinbar davon ab, in den ganzen Club zu ziehen. Da ist nirgendwo ein Abzug, da ist nirgendwo ein Fenster. Magisch. Magisch. Habe ich mich schon großartig drüber amüsiert. Wie gesagt, ich hatte ein paar Leute dabei, die ich mochte. Und dann die DJs, ne, die ihre Musik gespielt haben. Und man kennt DJs, die voll dabei sind, die voll abgehen, die Stimmung machen. Und dann gibt's wie halt DJ noch, Ötzi zum Beispiel. Und dann gibt's halt auch noch welche, die drei Lieder durchlaufen lassen und währenddessen nichts anderes tun, als an dem Handy zu spielen. Und original an den Platten da irgendwie nichts dran rumdrehen. Wie David Guetta. David Guetta macht halt immer hier diesen mit der Hand nach oben und dann so auf und keine Ahnung und schießt. Das war der andere DJ. DJ Hitler. Nee, wie heißt der gestorben ist? Avicii. Der macht gar nichts mehr jetzt. Achso. Ja, das ist auch kein so guter DJ mehr. Hast du dir selbst deinen Gag sabotiert? Ja, ich hab lustig sein, diesen Strich da durch, mach den mal wieder weg. Ich hab ihn vertauscht. Also klingt grundsätzlich nach einem guten Abend. Die Musik war nicht übel, aber die DJs haben nichts gemacht. Die haben, denke ich mal, Geld dafür bekommen. Ja, und die Frau? Dass sie ihre Playlist einstarten. Die war dann weg. Mit dir. Er hat sie weggemacht. Dann war sie weg. Nein, die war halt ganz cool drauf bestimmt, aber mit der habe ich gar nicht interagiert. Naja, auf jeden Fall, es kamen dann im Laufe des Abends noch 20 Leute. Die waren dann zu 25 ungefähr, bis nachts um 2:30. Aber lange geblieben immerhin. Ja, und da bin ich auch so, okay, das war jetzt... eine Erfahrung. Wenig an Leuten. Ja. Also 25 Leute wären ja okay, wenn man 9 Quadratmeter hat, aber das Ding war schon nicht klein. In der Telefonzelle wären 25 angebracht bei einer Party, ja. Aber... ein anderes Ende der Fahnenstange. Das Ding ist ja, auch die DJs, ja, die werden bezahlt, okay, aber dadurch, dass sie so sind, wie sie sind, werden ja nicht mehr Leute sagen, hier komme ich wieder her. So. Und das ist dann ein Teufelskreis. Also vielleicht gibt es bald die 5. Abschiedsparty. Ich werde wirklich, da sein. Dann wirklich. Die allerletzte. Dann relaunched es als Weimar 2. Das hast du nämlich bis jetzt gar nicht gesagt, wie das Ding heißt. Das heißt nicht mal Busdepot, das heißt jetzt Weimar 1, ähnlich wie ein soziales Netzwerk, was damals 2005 bis 2007 existiert hat. Sachen gibt's. Deswegen wo wollte Weimarer ich dann reinkrätschen, weil du warst du da? Bin fertig. Nee, ich war nicht in diesem Netzwerk. Warst du in dem Netzwerk? Weimar 1? Kennst du gar nicht. Krass. Nee. Du bist ja fast so alt wie ich. Ich dachte... Ja, nö. Also es war, glaube ich, wirklich vor Facebook, was es eigentlich überraschend ist, weil Facebook... Ja, war ich SchülerVZ. SchülerVZ war ich auch, aber Weimar 1 war auf jeden Fall, das war wirklich so ein bisschen wie Jodel und Facebook zusammen, dass du quasi immer weißt, klingt was passiert. Ja. Ja. Hol mal kurz ein Wasser. Das war Partyhopping mit Herodes. Ja, auf jeden Fall Weimar 1 gibt es mittlerweile auch nicht mehr, die Plattform, aber war ganz interessant. Damals, ne? Weimar 1 habe ich mit so einem Mädel geschrieben, die war mit einem zusammen. Und der war Skater. So. Dann hat die sich von dem getrennt. Und dann habe ich angefangen, mit ihr zu schreiben. Nice. Und dann sind so Sätze gefallen. Also das, wie alt war man da? 14, 15, 16, Kürze. Irgendwie sowas. Ja, Kürze. Und da schreibt sie solche Sätze wie, oh nee, nie wieder Skater. Und da dachte ich mir damals schon, in meinem zarten Alter schon, dachte ich mir, wie bescheuert seid ihr Menschen eigentlich? Wenn man dann sagen kann, oh nein, mein Ex-Freund, der war Skater und da hat es nicht funktioniert. Ich mache nie wieder was mit einem Skater. Außer es lag daran, dass er Skater war, dass er zum Beispiel sich in sein Skateboard verliebt hat oder so. Dass sie ihn erwischt hat, wie er sich sein Skateboard an und eingeführt hat. Robin Kredo, siehst du gerade meine Cosplayer-Phobie? Nein. Na gut. Sagst du nie wieder Cosplayer oder was? Du hast eine Cosplayer-Phobie? Die äußert sich wie? Ich habe Angst, wenn die kommen. wenn sie ejakulieren oder wenn sie erscheinen? Wenn die ejakulieren. Hm. Aber das ist bei Frauen nicht zwangsläufig dasselbe. Aber redet erstmal über euren Scheiß. Machen wir dann alle QQQ? Genau. Ja. Ich habe meine Cosplayerin tatsächlich. Aber, die kann aber jetzt manchmal. Hast du die verloren? Habe ich vergessen einfach auf der Buchmesse. Ja. Was macht die da so? Immer noch in dem Kleidchen tanzt da rum. Ich hoffe. Zwischendrin raucht sie eine Pfeife. In meinen Gedanken, ja. Ja.
Ich habe ihn ja mal zu so einem Maid-Café. Oh ja, aus ihr ist jetzt entführt. Iki geworden, halt. Maid-Café, kennst du so diese japanischen Cafés, wo du halt hingehst und dann sind da überall so Au-pair-Mädchen quasi, so typisch okay. japanisch. Und er hat ja so ein bisschen auch, so ist so ein bisschen japanophob. Ja, und da wollte ich ihm diese Kultur etwas nahe bringen auf der Mac-Messe. Es ist nicht phob, ich bin ja immer maximal offen, aber das ist immer nur so ein ganz seltsames Gefühl. Ich bin kein Rassist, aber. Ja, genau das. So, und dann hat man halt auch die Iki da, die so, ah, no, so das ein bisschen mit uns gemacht hat. Aber man hat auch gemerkt, dass es nicht so 100% sie selbst ist. Ja, und dann gab es dann den Running Gag. Ja, dass sie dann in der Mittagspause draußen steht mit der Fluppe in der Hand und Bier mit dem Ernstdorfer. Oh, ey, schön, so, diesen. Aber ich fand das ganz angenehm. Also da war die Erfahrung grenzwertiger, die ich in Tokio hatte. Das war mehr Overload. Ich habe bisher nur Menschen kennengelernt, die so total Japan verrückt sind, ja, die so auf Japanerinnen stehen und diese Anime-Kultur. Du bist das erste Gegenteil davon. Danke. Es gibt alles. Das war kein Kompliment, aber. Ich bedanke mich trotzdem. Du bist einzigartig doch. Wo wir gerade von Asiaten reden, ich habe noch eine Überschrift. HI, wow. Es gab 12.000 Fälle, wo chinesisches Blutplasma transfusioniert wurde. Wie sagt man das? Halbwissen. Und es war kontaminiert mit HIV. Von Homosexuellen oder von normalen Menschen? Naja, also weder noch Chinesen halt, ne? Ach so, ja. Verstehe. Das ist eine andere Spezies. Ja. So, das wollte ich nochmal reinwerfen, weil das ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Die Theorie gibt es ja wirklich, dass Asiaten von Außerirdischen stammen. Mhm. Weil die sich so ganz krass unterscheiden von den anderen Menschenrassen. Von anderen Asiaten unterscheiden die sich sehr krass. Nee, das stimmt ja nicht. Die sehen ja gleich aus. Das ist. Ey, bist du dumm? Das war doch der Witz gerade eben. Nee, aber ich habe das jetzt mal kaputt gemacht, wie ich es erklärt habe. Habe ich nicht gemerkt, dass das ein Witz ist. Mr. Killjoy. Können wir jetzt bitte einfach weitermachen und das jetzt übergehen? Danke. HIV, ja. Schönes Thema. Wie stehst du dazu? HIV? Ja. Stehst du kann positiv, man mal machen, oder? Stehe ich positiv gegenüber mit dem Thema. Ja, das ist schon echt ärgerlich. Also, ich muss da sagen, will ich jetzt auch keine unpassenden Witze drüber machen. Sagen, ich habe oft Leute verurteilt, die gesagt haben, oh, ich date keine HIV-Leute oder so. Und ich dachte, ey, man kann die Menschen doch trotzdem lieben, jetzt? Ja? Was ist denn das jetzt, Alter? Ja doch, wird man dafür auch verurteilt? Ja, es gibt Menschen, die sagen dann, das war ich ja früher auch so, ja, aber man kann ihn doch trotzdem lieben, man kann trotzdem zurechtkommen. Weil ich kenne nämlich einen, der hat mir erzählt, er hat HIV, aber er bekommt Pillen dagegen. Das heißt, er kann keinen mehr anstecken, muss aber trotzdem nicht verhüten, weil er keinen mehr anstecken kann durch diese Pillen. Und er muss sie nicht mehr verhüten, weil er sie nicht mehr anstecken kann, weil er es ja schon hat. Ja. Das heißt, er ist in so einer Top-Position quasi, dass er davon nicht stirbt. Er hat im Leben gewonnen quasi. Er hat gewonnen im Leben. Ja. Nee, aber er meinte so, das ist gar nicht so schlimm, weil er kann ungeschützten Sex haben, ohne jemanden anzustecken. Da muss ich aber auch sagen, solche Sachen weiß ich halt nicht. Ich stecke in dem Thema nicht so drin. Schade. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wie da die Wissenschaft jetzt so weit ist. Wenn das mittlerweile so entspannt ist, ist das ja auch okay. Aber also ja, wenn die Leute verurteilt werden, dass sie keine Fetten wollen, okay. Aber wenn es dann plötzlich heißt, hier, ich habe da irgendwie ein bisschen Bammel oder so, dann sollte das doch irgendwie... Man kann es verstehen, ja. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Aber du, wie weit bist, also bist du schon ein bisschen, kennst dich mit aus? Ist es so, dass es gar nicht mehr ausbricht? Also wenn du die Pillen regelmäßig nimmst, dann kannst du das unterdrücken und kannst auch keinen Mann stecken damit. Entspannend. Mit deinem Pullermann oder deiner Vagina. Aber oder mit deinen Nasenbluten. Ja. Oder damit. Mhm. Wenn das möglich praktisch. Ist. Weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus, das ist ja schön. Aber, das ist aber ja bei Blutplasma-Transfusion ist es, glaube ich, schon... Komplette Seite abgestrichen. Abhandlung über... Stand einfach nur AIDS drauf. Aber es dürfen ja auch wirklich Homosexuelle kein Blut spenden. Ja. Weil sie als in Deutschland oder überall? In ganz vielen Staaten, ganz vielen Ländern. Nicht voll komisch. Weil die werden als Risikogruppe für HIV eingestuft. Das war in den 80er Jahren vielleicht mal so, ja, als das Thema noch nicht so verbreitet war, also die Krankheit schon, aber halt dieses Wissen darüber nicht und das über Verhütung. Und heute ist es völlig obsolet, weil viele schützen sich ja. Und es gibt Länder, da dürfen alle Blut spenden und da gibt es auch nicht mehr Ansteckungen von HIV. Weil es gibt Heterosexuelle, die vögeln jedes Wochenende mit neuen Leuten. Also mit die, neuen die, Männern. Mit neuen anderen Männern. Ja. Mit anderen Menschen, Frauen meistens. Die dürfen Blut spenden. Und Homosexuelle, die seit 20 Jahren in einer Beziehung sind, dürfen kein Blut spenden. Das ist totaler Bullshit. Die müssen ein Jahr keinen Sex gehabt haben. Ist das jetzt ein Gerücht oder war das wirklich so, dass sich das gerade in der Szene krass verbreitet hat, dieses AIDS? Ist so, weil Homosexuelle ja eher aufgeschlossen sind, was so viele wechselnde Geschlechtspartner angeht. Ja. Die Schwulen-Szene ist ja noch ein bisschen anders. Okay.
Also es war wirklich so, dass da sich das AIDS besonders angehört. Viele, ja. Weil die Schwulen halt auch mit Affen verkehren die ganze Zeit. Ja. Und Schwarze, genau, wollte ich, wollt ich gerade sagen, es gibt das Gerücht. Wow! Es gibt das Gerücht, dass das HIV erfunden wurde, um die Schwarzen auszurotten. Das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, hat nicht gut funktioniert. Voila, ich habe HIV erfunden. Noch nicht. Jetzt versuchen sie es mit Ebola. Das rühre ich jetzt in Schwarz und das Katzenfutter. Ja, dann würde ich bei so einem Schwarzen so ein bisschen HIV auf die Hand machen, gucken, ob er dran riecht. Wie hast du? Ja, nice, gut, dass wir darüber auch mal geredet haben. Aber jetzt kommt erstmal ein 12-Jähriger, der uns erklärt, dass HIV gar nicht durch Essen übertragbar ist. Oder durch Küssen. Naja, meine ich ja. Also ja, wenn man jemanden isst, der HIV hat, hat man HIV. Thema Kannibalismus, ja, stimmt. Gute Frage. Müsste. Wenn du jemanden isst, der HIV hat, steckst du dich dann an? Ja, ja, das habe ich doch gerade gefragt. Ach so, der Punkt ist, wenn du dein Blut trinkst, kriegst du nicht das HIV, aber wenn du es auspisst, hast du es ja im Pimmel dran und kriegst dann doch HIV. Ja, stimmt. Davon handelt ja auch der Song von den Ärzten, der Graf, ne, dass der keine... Das stimmt, der hat Angst vor HIV. Richtig, hat Angst vor HIV, deswegen kein Blut mehr trinkt. Ja, schön. Und Selbstmord begeht. Also wenn man so eine Bluttransfusion macht. Also da kennst du jetzt mich aus, was ich gerade gefragt habe, das weiß ich jetzt nicht mehr. Was? Na, wenn du das HIV auspisst, ob du dich dann selbst ansteckst. Müsste. Aber ich dachte, es reicht sogar, wenn der eine blutet und du auch eine offene Wunde hast, als nicht kranker, das geht ja auch, dass du auch HIV kriegst, dachte ich immer. Ja, aber wenn du jemanden küsst und das HIV... Hast du eine offene Wunde drin? Nee, aber du hast keine offene Wunde und schluckst deinen HIV-Speichel runter und pisst ihn dann aus. Dann kommt ja das kontaminierte Speichelsekret an deine Harnröhre. Das weiß ich nicht. Und darüber über deine Penisschleimhaut. Wäre jetzt mein Gedanke. Aber gesagt, wenn ich zu weit gehe. Also jetzt nochmal, erklär mir das nochmal. Wenn ich jetzt mit Franz küsse und dabei meinen Penis in seinem Arsch habe, ja. Was passiert dann? Dann kriegst du Nackenschmerzen. Stimmt, wollte ich gerade sagen, ja. Aber es ist möglich, glaube ich. Wenn du dich so nach hinten. Ach nee, er kriegt Nackenschmerzen. Das ist so ist richtig. Er kriegt Nackenschmerzen, der genommen wird. Naja, dann geht das ja noch. Also wenn diese 12.000 Transfusionen nur zu Nackenschmerzen führen, dann ist ja alles okay. Eben, also ganz entspannt, Leute. Nee, ich fand's nur als Thema witzig, weil die Chinesen, ja, die haben ja immer, sind ja bekannt für minderwertige Produkte, die aber alle haben. Das ist einfach nur so aus Plastik. So richtig schön weich machen drin. Ja. Plastikblut. Nur so hellrot, so billige Imitation. Naja, egal. Ich habe auch noch gelesen von einer Frau, die heißt Kelsey Carter, die hat sich... Nein, warte, hat die eine Katze? Viel schlimmer, die hat sich Harry Styles sein Gesicht auf die Wange tätowieren lassen. In ganz klein oder ganz groß? Nee, so auf der ganzen Wange, sein Gesicht. Und Harry Styles war der von dieser Boyband da, oder? Der Süße, genau, mit den Locken. Der Süße, der eine. Welche Boyband? Nice. Ist die dadurch jetzt bekannt geworden? Wie heißt denn die? One Direction. One Direction, ja genau. Ist die dadurch jetzt bekannt geworden, dass... Sie versucht zumindest. Sie hat einen Instagram-Account und hat sie halt letztens gepostet, dass sie jetzt ein Tattoo hat. Und zwar sein Gesicht auf der Wange. Ganz okay, groß. Also vorher kannte die keiner oder ist die schon zu... Naja, ein bisschen schon. Also so leicht, aber noch nicht so groß, wie sie jetzt wahrscheinlich wird. Und sie will unbedingt ein Feature mit ihm machen. Deswegen hat sie das gemacht. Ja, ins Gesicht tätowieren, ne? Ich habe da jetzt heiße Connection in die Tattoo-Szene Berlin. Steffi Böcker, könnt ihr alle mal euch vorbeigehen und euch den Penis tätowieren, genau, lassen. Macht sie auch, ist überhaupt kein Problem. Die sagt also auch, ne, ins Gesicht tätowieren ist ganz, ganz dumm, weil das sofort dich als Mensch total verändert. Entwertet. Ja, entwertet, genau. Ja, das macht auch jetzt diese ganzen Cloud-Rapper, ne? Diese Cloud-Autotune-Rapper, ja, die alle gleich aussehen, so eine Träne irgendwie unten. Der Kollege, über den hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, weiß ich nicht, der auch so einen Nervenzusammenbruch hatte und hier, ich weiß nicht, wie die alle da heißen, Mann, diese ganzen YouTuber, die alle irgendwie dumm sind. Nicht Harajay, sondern dieser andere, Miguel Pablo. Haben wir über den kurz, ich glaube, ja, über den hatten wir gesprochen. Der hat sich ja jetzt auch ins Gesicht tätowiert. Sein Nervenzusammenbruch war im Endeffekt auch wahrscheinlich ein bisschen Promo-Move, weil er dann so einen Song gemacht, den alle gehatet haben und so. Wie auch immer, der hat jetzt auch hier so links und rechts unter den Augen so zwei Dinger. Das kannst du halt nur machen, wenn du keinen normalen Job mehr haben willst, ja. Anführungszeichen. Das Ding dann ist, weißt du, wie der aussieht? Der sieht jetzt aus wie diese typischen QQ-Hentai, nee, was ist denn, Manga-Katzen? Ich weiß nicht, wie der aussieht. Na, hier unter den Augen, die haben doch dann auch hier, wenn die hier so rot sind unter den Augen, so ganz süß sieht er jetzt aus. Ja, die sind ja alle auch ganz blass und haben dann bunte Haare, Piercings und Gesichtstattoos und sind dann so, und machen so Cloud, was geht ab? So ganz komische Töne, ja, ja. Und singen dann so, was geht ab und ganz sinnlose Texte.
yo, die City ist lila und die Wolken sind blau. Das singen die bestimmt. Ja. So blau wie ich. Ja. Wie die Schlümpfe. Wenn ich Alkohol trinke. Genau, wenn ich Alkohol gesippt habe, dann bin ich auch, dann sagt man ja auch blau. Aber das ist eher so metaphorisch, weil man ja selbst gar nicht die Farbe blau annimmt. Aber das auf die Wolken übertragen, dann halt einfach zu behaupten, dass die besoffen sind. Ja. Rettet mich, Leute! Guck mal, was mit Hochpositives zu sagen. Gebärmutterhalskrebs verursachende Viren wurden ausgelöscht von mexikanischen Wissenschaftlern und jetzt kommt's durch Sauerstoff und Lichtfrequenzen. So. Das heißt, du musst dich einfach nur in deinen Garten stellen und dich mit einer Lampe anstrahlen lassen. Ich habe die genaue Praxis leider nicht mehr ergoogeln können, weil dann hat irgend so ein Tino bei mir an die Tür geklingelt und dann so musste ich schnell Herr Rodes bei mir im Zimmer verstecken. Du bist so ein mexikanischer Frauenarzt. Ja. Sie liegt vor dir auf diesem Stuhl und du hast so eine Taschenlampe und musst sie so an-aus machen und so rein. So Morsezeichen rein. SOS. Genau. Und dann Virus raus. Dann geht der Virus da raus, genau. So geht das. Weiß Trump das schon? Dass Mexikaner sowas kriegen. Meinst du, da macht er ein Loch in die Mauer? Ja. Wo wir gerade davon sprechen, ich hatte ja einen schönen Clip gesendet, ne? Wie Trump sagt. Irgendwie vor 10 Jahren oder so eine Rede von Trump zu wahrscheinlich gerade angehenden Absolventen von irgendeinem College-Scheiß, bla. Und da sagt Trump, ja, wenn irgendwas in euren Weg gestellt wird, dann müsst ihr daran vorbei. Wenn eine physische Mauer vor euch sich auftut, geht da drüber, geht da durch. So vor 10 Jahren halt so als Motivationsregel, Rede. Und vielleicht will er ja auch einfach nur die Mexikaner ein bisschen zu Sport anregen. Ich glaube, er will die eher motivieren, glaube ich. Das ist quasi nur die Motivierenden rüberkommen, dagegen hat ja keiner was. Ja. Hat der Hitler auch gemacht. Er wollte eigentlich auch nur sagen, Leute, kämpft um euer Leben so. Hier ein paar Hürden und ist nichts anderes eigentlich. Krass. Gute Menschen. Ganz schön finster. Das ist Tino. Trump ist finster, das stimmt. Ja. Gab es nämlich noch einen anderen Clip, den ich auch noch ansprechen wollte, wo Trump sagt oder gefragt wird irgendwie, wie soll das mit der Mauer aussehen? Und dann sagt er, naja, selbst wenn sie die Mauer hochkommen würden, da geht's auf der anderen Seite ja nicht runter, ja? Da geht's ja vielleicht mit einem Seil oder so. Also er beantwortet sich selber, wie man auf der anderen Seite wieder runterkommen könnte. Ja, mit einem Seil natürlich. Und das habe ich auch schon erwähnt, das Subreddit Trump criticizes Trump. Einfach nur großartig. Ja, er will die Mauer eigentlich gar nicht haben, glaube ich. Er wollte nur die Stimmen haben. Er dachte, wenn ich jetzt die Mauer verspreche, dann kriege ich die Stimmen von den Leuten. Ja. Und er hat deswegen schon sich geplant in seinem schlauen Kopf, den er ja hat. Ja. Leute, ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr müsst Seile nehmen und euch runterhangeln lassen. Dann könnt ihr auch Mauern zwinker überwinden. Das ist ein Geniestreich, weil wenn die erste Mauer überwinden, dann heißt es dann wahrscheinlich in der nächsten Kandidatur, wir machen noch eine doppelt so große Mauer. Wählt mich wieder. Ich mache euch das. Zwei ist Mauern. Clever. Naja, noch eine doppelt so große Mauer. Genau. Doch, ja. Punchline, Paule. Ich hab nur Gedanken. Ja, was hast du denn? Hat dich diese Woche irgendwas beschäftigt? Das Internet hat ja an allen Ecken und Enden gebrannt, aber überall. Vielleicht. Also, du bist ja an der Quelle, ja? Du machst ja das Internet mit deinen PC-Arbeiten. Genau. In der IT. Du ziehst doch diese Serverfarmen hoch. Ist dir da auch was aufgefallen? Ich muss mal kurz gucken. Wir machen ja den Wochenrückblick, mehr oder weniger. Das habe ich noch auf YouTube abonniert. War da irgendwas Newsmäßiges dabei? Ich habe nur gelesen, dass ein Streamer seinen Tod eine Krankheit vorgetäuscht hat und jetzt wiedergekommen ist. Und meinte so ganz kleinlaut, das war gelogen, tut mir leid, ich wollte nur eine Pause von YouTube machen und jetzt streame ich wieder. Hallo Leute. Aber dann ist es ja auch echt kein kluger Promo-Move, ne? Er wollte ja wirklich aufhören. Er hat sich halt eine Ausrede gesucht damals. Ach, was kann ich denn sagen? Das ist keine gute Ausrede. Ich bin dem Tod geweiht. Ich sterbe in ein paar Monaten. Ah, das gab es schon öfter, dass Leute im Rollstuhl sitzen oder so sagen, aufgestanden sind. Ich brauche Donations. Oh, ein Wunder. Ja. Ups. Ja. Wäre das auch eine Option für dich, deinen Tod einmal vorzutäuschen, wenn du Ich habe da tatsächlich... Hast? Muss ich jetzt einmal aus dem Nähkästchen plaudern? Bitte. Ich habe das wirklich früher so... Eigentlich wollte ich das machen, so ein richtig großes Ding inszenieren und kollektiv alle Zuschauer verarschen. Ja, aber das ist ja mittlerweile so verpönt, das ist ja dann immer PR-Stunt. Aber eigentlich finde ich die Idee so geil. Ich hatte irgendwann mal die Idee, irgendwie ein Video aus dem Knast zu senden. Ne? Hier, ihr hört die Gänsefüßchen aus dem Knast. Ja, hier Leute, ist was passiert. Und dann irgendwie so Found-Footage-mäßig irgendwie, wie ich Kalle verarschen wollte oder sowas. Und dabei ist er vom Dach gefallen.
was man im Video nicht sieht. Das, also er fällt wirklich runter, aber da unten ist dann halt irgendwas, was ihn auffängt. Irgend sowas. Ich zum Beispiel, ja. Ja, du zum Beispiel. Sowas hatte ich immer gebrainstormt, aber je mehr ich YouTube gemacht habe, desto mehr wurde das halt immer gehatet, wenn Leute mal solche Moves gemacht haben. Aber bis heute finde ich das eigentlich noch richtig geil. So, das einfach mal alle Zuschauer verarschen. Das klingt wie, so, wie die Krönung aller Prank-Videos. Ja, so. Eben. Aber dann heißt es halt gleich wieder, oh, es war nur Fake für Promo und so. Und aber jedes Video ist doch Promo für dich eigentlich. So. Es ist doch völliger Käse. Natürlich ist es Käse, aber das hat mich dann immer von dem Gedanken so ein bisschen weggebracht, sage ich mal. Mhm. Ja. Aber normalerweise finde ich die Idee echt witzig. Aber jetzt habe ich es angekündigt, jetzt mache ich es nicht mehr. Zwinker, Zwinker. Ich habe erst gestern eine iCarly-Folge gesehen. Ich habe wieder angefangen, iCarly zu gucken. Wo der Bruder von Carly, Spencer Shay, der ist der Künstler in der Serie, dass aus Versehen seinen Tod vermeldet wird in der Zeitung und daraufhin seine Werke dreimal so viel wert sind und dann das nicht auflöst quasi und seine Werke verkauft. Ah. Und es geht ja tatsächlich vielen Künstlern so, dass ihre Werke auf einmal mehr wert sind. Das, also für YouTube ist genauso. Es gab so viele YouTuber, die gestorben sind und die Channel wurden plötzlich übelst hart abonniert. So, vielleicht kommt ja nochmal was. Ja, Punk. Richtig. Nee, aber ganz ehrlich, es gibt ja so diese ganzen Michael Jacksons und Elvis Presleys und... Nicht mehr. Naja, wo man gehofft hat, dass die den Tod doch nur vorgetäuscht haben oder Falcos. Ich hoffe, dass ich es nochmal erlebe, dass wirklich jemand glaubhaft stirbt und es war nur vorgetäuscht und er kommt wieder. Ja. Ich bin bis heute der Meinung, dass Kübelböck in U-Boot gesprungen ist. Und dann weg, Körper direkt rein. Ja, fluff und dann schnell weg. Transportiert. Ja. Und was macht er da jetzt in der Zwischenzeit? Abwarten, bis sein Comeback kommt. Sitzt im U-Boot und wartet. Dann chillt er. Okay. Oder schreibt gute Hits. Ja, ich glaube, der hat auch so eine App, die er da immer mal spielt. Ja, also oder meinst du, ich würde es ihm gönnen. Er wollte nur auf die Insel schwimmen von den ganzen... Warum sagst du er? Ja. Warum ist du hast angefangen. Alter, darum geht es nicht, du hast angefangen. Das ich habe gerade auch überlegt, müssen wir nicht eigentlich sie sagen, aber... Er, sie hatte ja nie ein offizielles Coming-out und keiner weiß, wie... Ja, kann er jetzt auch nicht mehr haben. Toll, danke. Ein posthumes Coming-out. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Es gab wohl einen Instagram-Account, wo sie sich präsentiert hat als Frau, aber es wusste keiner. Erst nach ihrem Tod kam das ja dann raus. Sie soll ja auch gesprungen sein im Frauenkleid und so als Frau. Ist sie gestorben. Als Mann gesprungen, als Frau gelandet. Quasi. Hm. Die Mächten leben. Was? Also ich warte, ich hoffe, in meinem Leben passiert immer, dass wirklich jemand, wo man traurig ist, dass der tot ist, irgendwann kommt... Das gab es von irgendeinem Unternehmer oder so, der Halbwissen, aber irgendein Typ hat das gemacht, der war relativ bekannt, ist angeblich abgestürzt mit dem Flugzeug oder so und dann kam er nach ein paar Jahren wieder und dann musste er viel Geld nachzahlen wegen Lebensversicherung und so. Aber halt auch so wirklich unspektakulär. Der kommt auch durch irgendeine Tür rein in irgendeiner irrelevanten Sendung und nö, und redet einfach ganz mal mit den Leuten, als wäre nichts gewesen. Das wäre das geilste überhaupt. Das wäre echt gut, ja. Ich freue mich bis heute auf den Tag, wo dann wirklich, also ohne irgendeine Vorankündigung, ganz normal... Hitler ist back. Stell dir mal vor, ne, wenn Hitler heute noch leben würde und sich nicht rasiert hätte, weil er sich in seinem Bunker versteckt, da gab es keinen Rasierer, wie der heute aussehen würde, hier runter, so ganz lang, ganz lang, schmal Bart runter. Das wäre witzig. Ja. Ich weiß nicht, wie intern sind diese Schulgeschichten, die du mir heute erzählt hast? Die sind noch zu intern. Zu intern, okay. Also auf jeden Fall vermuten wir, dass Hitler tatsächlich auch irgendwo sitzt. In unserer Heimatstadt vielleicht sich lebt. Befindet noch. Also ich bin's nicht, ich kann's sagen, ja. Ich bin's nicht. Und warum hast du denn diese Aufkleber mit deinem Namen drauf? Nächstes Thema. Ja, bleib da mal dran. Aber ich wollte gerade noch ganz kurz sagen, eigentlich ist das eine richtig geile Idee, sich so totstellen. Und dann aber was ganz anderes machen. Das Problem bei mir wäre, dass die Leute bitte bei Patreon weiter unterstützen müssten. Wir müssen die Beerdigung bezahlen, ja. Ja, sonst habe ich ja dann ein Problem. Ich kann mich ja nicht totstellen, dann habe ich plötzlich kein Geld mehr, weil die Leute, gut, wenn der tot ist, dann gebe ich die Müsste. Aber Robin, deiner Logik nach, die Abos steigen? Vielleicht werden auch mehr Patreons spenden, wenn du tot bist. Stimmt. Doch, es kann sein. Tu es. Leute, ich bin tot. Wollte ich nur mal sagen. Geht jetzt alle auf Patreon. Du hast so blass, Robin. Bist du gesund? Nein. Oh, da kommt ein Messer geflogen von da hinten. Wer kann das sein? Oh, es ist doch kein Messer. Es ist noch eine letzte News. Oh, ach so. Um die Brücke zum Anfang zu schlagen.
Nein, ich habe nämlich noch was mit dem Christentum zu tun hat. Und so ein ja, Full Circle fühlt sich ja immer gut an. Da fühlen sich die Leute schön wohlig in den Schlaf gewiegt von uns. Und zwar hat eine Schule in Großbritannien ein Stück gecancelt, ja, also führt es nicht mehr auf, über Darwin und die Evolutionstheorie, weil sich christliche Eltern darüber aufgeregt haben. Wenn man das als Fantasy-Stück verkauft? Würden sich wahrscheinlich. Stimmt, das wäre die einfache Variante. Aber für die Eltern war es halt eine Provokation, ja, und die sind jetzt ganz sauer. Weil das ist ja Fake News. Evolution. Und ja, dann denke ich mir, ja, das macht was? Keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Stell dir mal vor, wenn Atheisten ankommen würden, irgendwie zu Weihnachten und sagen, hey, dieses Krippenspiel hier, was ihr da aufführt, das ist Quatsch. Und dann sagen die Christen, ja, okay, dann machen wir es nicht mehr. Oder du verletzt meine religiösen Gefühle. Ja. Mit dem Unterschied, dass das Modell von Evolution sehr gut funktioniert, siehe Zucht, ja, und wahrscheinlich dadurch nachgewiesen ist. Ja, aber guck mal. Auch. Aber es gibt doch Wasser und es gibt auch Wein, also ist Jesus doch confirmed. Ich finde deine Argumentation weniger stichfest als meine. Ja, du glaubst halt nicht. Ich habe Gottes Beweis. Zeig her. Die Bibel. Ah. Und mein Glauben. Hat aber recht jetzt. So. Schön. Ich glaube auch, das war eine sehr gute Folge. Wie fandest du es hier? Nicht so geil, ne? Podumcast vielleicht demnächst mal irgendwie Tino reinholen? Nee, nicht verwechseln. Ich hasse nicht den Brennpunkt Internet. Ah. Der Podumcast hasst den Brennpunkt Internet. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, finde ich ja den Podumcast kacke. Ah. Also guck bitte auf keinen Fall den Podumcast. Der ist echt sehr schlecht. Das ist richtig. Ja, habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie die neue Folge heißt? Also die Verschollene, habe ich das gesagt? Nee, ja, weiß ich nicht. Wieder so ein Geniestreich. Die Verschollene Folge? Die Verschollene Folge kommt ja erst bei 500 Dislikes auf irgendwas oder so, hat sie gesagt. Wie wollen wir das machen, wenn die Dislikes bald weg sind? Ah, scheiße. Ja, geht nicht. Ja, dann werdet ihr die nie sehen. Dann kommt die halt bei 500 Kommentaren auf dieses Video hier. Wir laden, pass auf, ich habe den Titel noch nicht gesagt. Podcast Away. Ich glaube, das hast du mir schon erzählt. Ah, okay, dann sag ich es dir. Podcast pass auf. Away. Lol, ey. Wir machen ein Video, wo wir uns gegen den Strich den Skrotum rasieren, ja? Ja. Machen den Zaun weg und legen den Podcast drüber und hauen das auf Pornhub drauf. Geile Idee eigentlich. Oder? Ja. Mit Happy End. Ja. In so eine Plastikbüchse rein. Also das ist unsere Watch-Empfehlung für diese Woche. Schaut euch Drachenlord auf Pornhub an. Da habt ihr viel Spaß. Ich glaube, das ist mal ein bisschen hinterher. Das ist vor ein paar Wochen getrendet. Das ist wirklich. Aber wir haben es ja auch vor Wochen nicht geguckt. Vielleicht ist das jetzt Inspiration für die Leute. Aber macht nicht auch Tanzverbot irgendwie auf irgendwelchen Porno-Seiten? Reactions. Porno-Reactions. Ja, macht ihr ganz spärlich. Habe ich mir auch überlegt. Hätte ich eigentlich richtig Bock, so im Anzug mit so einem Glas Sekt. Weißt du, so wirklich ausgezeichnet. Und es gibt ja auch so richtig skurrile Sachen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das angucken würdet. Ich würde das eigentlich gerne machen, aber es ist halt auch wieder Zeit, die für Schwachsinn drauf geht, so. Aber das ist eine Marktlücke, das kann werden. Ich kann es mir echt witzig vorstellen, wenn du so wirklich so der kultivierte Kritiker und es gibt ja wirklich so absurde Filmchen, wo dann irgendwelche Leute einfach mit komischen Schuhen über irgendwelche Stoffe drüber laufen, wo Leuten einer abgeht, ja. So richtig absurde Scheiße und das war so, wie sie jetzt hier gut im Schuh steht und teilweise halt auch, was du dann wahrscheinlich da nicht findest, aber irgendwie Tiere zertreten und so. Es gibt jeden Scheiß. Tiere zertreten Porn. Ja, wirklich, es gibt Leute, die auf so einen Scheiß abgehen. So, also auf Katzenköpfe und so. Echt? Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja mal so. Muss ich auch gesehen nicht, da gab es doch mal diesen einen Pornodarsteller, der wurde gesucht deswegen, weil er regelmäßig Katzen in seinen Pornovideos getötet hat. Ungeil. Super ungeil. Können wir bitte. Bist du intolerant, weißt du? Nein, ich finde, wir sollten nicht mit so einer schlechten Stimmung abschließen. Du bist so katztötophob. Bin ich. Wie bei YouTube, da gibt es nämlich Hardkatzen. Wie jetzt dieser thematische Schwung von schlechter, negativer Sache zu positiven Sachen. Denn Freddie Mercury. Es wird ab jetzt nur noch warm, weil der Sommer kommt. Ich dachte, es soll noch mal richtig kalt werden. Nein, das lügst du zusammen. Ich wollte auch nur noch mal was Positives sagen. Klimawandel. Also, ich bin Kölner, das ist immer ein bisschen wärmer. Das ist doppeldeutig. Aber es ist wirklich so. Wegen Homosexualität, warum? Meinst du? Kennst du? Sind die nicht alle HIV? Also, ja. Ah. Die sind alle Homoschwulität. Ah, okay. Nice. Ja gut, dann sind wir langsam am Ende angekommen. Es war eine wunderschöne Sache mit euch hier, liebe Leute. Schreibt in die Kommentare irgendwas Schönes rein.
Hast du noch ein abschließendes Wort als Gast? Ah, ich wollte mich noch zum Thema Autofellatio äußern. Echt? Ja. Was ist denn das? Autofellatio ist, glaube ich, wenn man sich selbst dir den Schnippi in den Mund. Ich finde, man sollte...